Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Oliver Schirmer hier in diesem Video. Ja, möchte ich mal kurz zeigen, wie ich Online-Marketing einsetze, ja, zum Aufbau oder zur Unterstützung für den Aufbau meines Network-Marketing-Geschäfts und ja, möchte auch gern zeigen, welches Tool dazu ich verwende und wieso und welche Tools ich innerhalb dieses Tools gezielt einsetze und welche Tools mir halt einfach die Arbeit, ja, mit ja, den Arbeitsalltag dementsprechend erleichtern beim Aufbau meines Geschäfts. Und das Tool, welches ich nutze, siehst du hier oben, das ist Builderall. Ja, es ist ein All-in-One-Marketing-Tool und ja, sie werben hier mit, dass sie das vollständigste und leistungsfähigste Digital-Marketing-Tool sind, welches es auf der Welt gibt. Und ja, aus meiner Sicht ist es auch tatsächlich so, weil du super viele Tools kriegst, die du ja für dein Network-Marketing-Geschäft einsetzen kannst. Werde auch gleich dann noch zeigen, welche das im Einzelnen sind. Aber du siehst hier schon mal, es ist ein Video-Hosting-Tool, es gibt einen Website-Builder, ja, es gibt ein unbegrenztes E-Mail-Marketing, ja, und wenn du dann nachher siehst, was das Ganze dann für ein monatliches Investment nur ist, in Anführungszeichen, dann wirst du feststellen, wenn du die Tools hier einzeln kaufen müsstest, ja, ist das ein super, super Preis, ja. Und was mir gefällt, ist, immer wenn du dich zum Kauf entscheidest, dann ist es so, dass auch die zukünftigen Updates und Tools, die dazukommen, dass die dann automatisch auch für dich immer verfügbar sind, finde ich eine sehr faire und angenehme Sache, ja. Also du musst dann nicht nochmal irgendwie ein Upgrade machen, sondern dein Preis bleibt und das ist eine schöne Geschichte. Ja, also was nutze ich für Tools und wie? Zum einen ist es so, dass ich das Video-Hosting-Tool stark nutze. Ja, zeige ich auch gleich nochmal ganz kurz einen Einblick, wo ich meine Videos hoste für Mitgliederbereiche etc. Mittlerweile gibt es in diesem Video-Hosting-Tool, das gefällt mir auch ganz gut, ja, eine Audio, du kannst auch Audios hosten, so dass du, wenn du zum Beispiel, das setze ich immer dann fürs Team ein, wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar Fragen beantworten muss, die zum Beispiel für alle interessant sind, aber von einer speziell speziell halt nur von einer Person kommen, dann ja, zeichne ich das damit auf und dann ist die Audio auch für nachfolgende Teampartner ja, verfügbar und ich gebe das dann halt dementsprechend auch in unsere Teamgruppe rein, so dass jeder dann von den Fragen des Einzelnen auch profitiert. Und das ist einfach super angenehm, kostet nichts extra, sondern ist halt alles dann in diesem Plan damit inklusive. Ich nutze, wie gesagt, den Webseitenbaukasten, um unsere Landingpages zur Lead-Generierung dementsprechend zu bauen, ja, und auch zu testen. Es gibt dort eine Split-Test-Funktion. Dann nutzen wir natürlich, oder ich, E-Mail-Marketing, ja, ganz, das ist das allerwichtigste Tool für mich, ja, und das Schöne hier ist, du hast ein, ja, unbegrenztes E-Mail-Marketing, also du hast keine Limitierung auf Abonnenten, das ist wirklich richtig gut. Du siehst, es gibt viele Tools, nicht alle nutze ich, ja, sondern einfach halt nur die ich auch tagtäglich im Alltag brauche, so wie zum Beispiel vor kurzem habe ich den Booking-Kalender für mich hier entdeckt, da ich da mit externen Tools die ganze Zeit gearbeitet hatte und der ist aber wirklich super einfach, super funktioniert auch zuverlässig und es ist halt auch tatsächlich so, dass ich, wenn jetzt Anfragen kommen, sei es von Interessenten oder auch von Teampartnern, dann war es ja vorher immer so, dass du ja hin und her geschrieben hast, wann passt's, ja, 2, 3 Terminvorschläge und letzten Endes hat man dann doch vielleicht nochmal nachjustieren müssen und ja, der Booking-Kalender macht es relativ einfach, weil ich versende einen Link und meine Termine, an denen ich Zeit habe, die sind vordefiniert und dann kann mein Gegenüber sich einfach den Termin raussuchen, der passt, sich für den Termin quasi registrieren und bekommt dann bis hin zum Zoom-Link alles automatisiert zugesendet, ist einmal eingerichtet und dann klicke ich im Prinzip, es wird automatisch mit meinem Kalender verknüpft und dann klicke ich im Prinzip zum Termin einfach nur noch auf den Zoom-Link und bin, also im Kalender auf den Zoom-Link und bin dann direkt im Meeting. Und das sind natürlich Dinge, die erleichtern den Arbeitsalltag ungemein und geht natürlich dann super, super schnell. Genauso Webinar-Funktion ist dabei, also dass du auch zum Beispiel aufgezeichnete Evergreen-Webinare und so weiter für dein Team erstellen kannst. Die kannst du nutzen zur Einarbeitung, du kannst sie nutzen zur Schulung, du kannst sie aber auch nutzen, um deine Geschäftspräsentation automatisiert ablaufen zu lassen oder du kannst auch live streamen, geht auch. Also
Es ist super viel möglich und wie gesagt, ich zeige dir noch mal kurz so ein bisschen Einblick in die einzelnen Tools, werde aber die Tools jetzt nicht im Detail erklären, das ist jetzt nicht Sinn und Zweck des Videos, sondern einfach nur, ja, dass du für dich so einen Eindruck kriegst, wie ich zum Beispiel Online-Marketing nutze, um oder dieses Tool Builderall nutze, um mein Network-Marketing-Geschäft aufzubauen und das spart mir halt alles unheimlich viel Zeit. Also, wie gesagt, als allererstes haben wir ja die das E-Mail-Marketing-System, ja, und das E-Mail-Marketing-System hat alles, was du, ja, was das Herz begehrt. Wir haben hier Automatisierungsmöglichkeiten über den Workflow-Designer. Wir haben die Möglichkeit, Newsletter zu versenden, eine Autoresponder-Serie zu machen. Natürlich können wir beliebig viele Listen anlegen, die Abonnenten verwalten. Du kannst Vorlagen für dich einmal erstellen, so dass du zum Beispiel, wenn du jetzt ein Team-Newsletter hast, ja, dann kannst du einmal die Vorlage erstellen und wenn du die Vorlage erstellt hast, gehst du einfach hier in deine Newsletter rein, erstellst einen neuen Newsletter, kannst dann die Vorlage wählen und kannst dann einfach nur noch die aktuellen Daten eingeben, zum Beispiel für die Termine der Woche, spart super viel Zeit, du kannst deine Domains hier mit verknüpfen, Absender-E-Mail-Adressen natürlich anlegen, also es ist alles da, was man benötigt. Unlimitierte Anzahl Abonnenten, du hast keine Limitierung in den Nachrichten, in der Anzahl der Nachrichten, die du versenden kannst. Wie gesagt, du kannst Workflows erstellen, ja, so dass du deine Prozesse dann auch noch weiter automatisieren kannst. Ist also alles da und ja, das Tool, mit dem ich ja tagtäglich auch arbeite. Dann haben wir den Website-Builder, also hiermit erstelle ich dann die Funnels für mein Team. Das heißt, ja, ich erstelle dann Landingpages, Verkaufsseiten und wir haben dann quasi für unser Team einen kompletten Funnel erstellt mit E-Mail-Follow-up dahinter. Ist also alles da und ja, unsere Partner können diesen Funnel dann dementsprechend nutzen, um neue Interessenten für ihr Geschäft dann zu gewinnen. Sieh dann der Website-Builder, falls du da mal einen Blick drauf werfen möchtest, sieh dann so aus. Du kannst entweder vorgefertigte Landingpages nutzen oder vorgefertigte Webseiten. Du kannst aber auch einfach hier dann neuen Banner hinzufügen. Ja, also du kannst dann hier zum Beispiel Banner hinzufügen. Jetzt hast du hier verschiedene Möglichkeiten. Du siehst, es ist wie so ein Baukastensystem, geht super schnell. Ja, wir haben hier zum Beispiel Business-Banners, ja, könnte ich jetzt einfach hier rüberziehen oder also ist eigentlich da die alles eine Kalender-Page kann ich machen. Ja, wir haben hier Header, Footer, Landing-Pages, ja, können wir auswählen. Call to Action, ja, oder wir nehmen einfach mal hier so eins, ja, und sagen einfach, klick mal hier drauf. Ja, und schon ist es hier, dann kann ich hier einfach das Ganze anpassen, indem ich hier bearbeiten klicke, kann dann hier mein Video zum Beispiel hinzufügen, ne? YouTube zum Beispiel jetzt hier. Ich kann hier den Button bearbeiten, ja, also kann das alles so anpassen, wie wir es brauchen. Und dann habe ich das mache ich dann auch immer gerne so für mein Team, dass ich immer wieder an neuen Landingpages arbeite und dann habe ich hier im Prinzip einfach immer einen Split-Test laufen. Du siehst hier, das ist vor kurzem ein Split-Test gestartet, hier die eine Webseite konvertiert mit knapp 10%, die andere mit 5%. So, und jetzt kann ich mich dann einfach entscheiden, ob ich da weiter in die Richtung gehe und wenn das Ganze, wenn die Webseite dann zufriedenstellend konvertiert, dann gebe ich das natürlich auch wieder an mein Team weiter. Die können das einfach dann in ihren Funnel quasi importieren und haben dann eine weitere Landingpage, die sie nutzen können. Ja, also das sind so die Tools, die ich ja nahezu täglich im Einsatz habe. Und mittlerweile, also vor kurzem habe ich dann eben, wie gesagt, die Kalender-App hier auch für mich entdeckt, die ich, wie gesagt, gerne nutze. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, verschiedenste Kalender anzulegen. Jetzt kopiere ich einfach mal den Link und mache das mal in einem neuen Tab auf. Und das sieht dann quasi so aus, ja, kannst dann einfach den Link versenden und dann können die, kannst das Ganze natürlich hier auch personalisieren. Du kannst vorgeben, wie lang so ein Termin sein soll. Du kannst vorgeben, an welchen Tagen, an welchen Uhrzeiten du ja quasi zur Verfügung stehst und dann kann der Teampartner jetzt in dem Fall für das Teampartnergespräch einfach Termin auswählen, gibt hier seinen Namen an, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, ja, in meinem Fall, falls jemand noch außerhalb von Deutschland aktiv ist oder wohnt,
auch noch die Skype-Adresse und dann kann man es hier verbindlich buchen. Ja, so, und in dem Moment, wo verbindlich gebucht wird, geht dann eine Mail raus, ja, und dort steht dann auch der Link drin. Man kann es dann automatisch auch seinem Kalender hinzufügen. Das heißt, in dem Moment, wo der Gegenüber, ja, also der Interessent oder der Teampartner, dann den Termin einfach für sich bucht, läuft es automatisch und zu der Zeit kriegst dann auch eine Mitteilung, ja, und wird automatisch im Kalender eingetragen. Ich nutze da den Google-Kalender und ja, und zum Termin klicke ich einfach den Zoom-Link, ja, der Teampartner in dem Fall klickt den Zoom-Link und wir treffen uns im Zoom-Meeting und so ist das eine einfache Geschichte für alle Beteiligten, ne? Also habe ich seit Neuestem für mich entdeckt und spart unheimlich viel Zeit, ist super easy einzurichten. Also du hast die Möglichkeit, verschiedene Kalender einzurichten, kannst alles vorgeben, ja, und ja, ist eine tolle Sache. Und du kannst natürlich auch hier im Webseitenbaukasten einfach hier diesen Kalender auch einbinden. Das heißt, wenn du zum Beispiel die Webseite noch ein bisschen personalisieren möchtest, ja, hast du da die Möglichkeit, das einfach deinen Vorstellungen entsprechend anzupassen, Kalender einfügen, fertig, ja, das ist es. So, dann ein weiteres Tool, Builderall Webinar App. Ja, auch hier tolle Geschichte. Ich habe jetzt mal hier so ein Testwebinar einfach erstellt. Du kannst, zum einen kannst du live streamen auf YouTube. Du kannst aber auch zum Beispiel ein Live-Webinar, was du mal gegeben hast, einfach mal aufzeichnen und dann immer als dauerhaftes, also als Evergreen-Webinar sozusagen zur Verfügung stellen, dass du einfach, dass es immer wieder zu bestimmten Zeitpunkten abläuft. Und du siehst, es ist wirklich alles intuitiv hier bedienbar. Ja, also du siehst, du kannst hier live gehen, ja, YouTube live. Du kannst ein YouTube-Video einbinden, du kannst ein Video aus dem Builderall-Video-Manager auswählen, wählst dann die Quelle aus, kannst Chat aktivieren, kannst ihn ausschalten, hast dann die Möglichkeit, hier die Termine zu vergeben. Du kannst damit auch dementsprechend das Ganze mit einer Liste verknüpfen, sodass du die Leads, die sich anmelden, direkt einer Liste zuordnest, dass die dann automatisch auch via E-Mails benachrichtigt werden. Ist sehr, sehr einfach, ja, alles quasi einzurichten. Hast hier die Möglichkeit, den Webinarraum deinen Vorstellungen entsprechend zu gestalten. Genau, dann haben wir hier noch die E-Mail-Einstellungen. Ja, hier können wir dann quasi die Kurzlinks vergeben, wenn wir jetzt zum Beispiel innerhalb der E-Mails gewisse Tags verwendet haben, ne, oder gewisse Platzhalter, ja, dass wir dann, wenn die Mail rausgeht, dann wird dann quasi dort der Platzhalter eingefügt, der hier hinterlegt ist. Ja, und dann haben wir hier die Möglichkeit, Anmeldeformulare zu erstellen, ja, in verschiedensten Variationen. Und das ja, ist ebenfalls ein Tool, was ich sehr, sehr häufig im Einsatz habe. Ein weiteres Tool ist der E-Learning-Bereich. Ich kann aber auch gerne mal, wenn du möchtest, dir zeigen, wie dann, wobei ich das jetzt hier nicht ganz eingerichtet habe. Von daher kann es jetzt sein, dass hier steht wahrscheinlich schon beendet. Ja, also Webinar ist beendet, aber du kannst dann entweder das Webinar auf deiner Webseite einbauen via iframe-Code oder du kannst einfach den Link versenden und dann startet es einfach quasi im Browser und die Leute müssen, also die Interessenten müssen dann auch keine App mehr runterladen, sondern können einfach den Link klicken und zur gegebenen Uhrzeit startet dann dein Webinar. Ja, also super einfach, super durchdacht, ja, also einfach hier diesen Code nehmen und versenden und ja, ist eine tolle Geschichte. Dann haben wir hier den E-Learning-Bereich. Habe ich jetzt mal so einen Testkurs auch für dich angelegt, dass du einfach mal so einen Eindruck bekommst, wie das aussieht. Auch hier ist es wieder intuitiv bedienbar. Ja, du kannst also den Test hier eine Beschreibung reingeben, eine Kategorie. Du kannst Fragen an den Kursleiter erlauben. Dann kannst du einstellen, dass du, wenn eine Frage gestellt wird, dass das dann per Mail an dich gesendet wird. Du hast Möglichkeiten, ja, hier dein Avatar sozusagen anzupassen. Kannst natürlich einstellen, wer die Kurse sehen darf, ob das öffentlich zugänglich ist, ob man eine Registrierung benötigt, ob der Kurs verkauft wird oder nicht. Du kannst auch spezielle Domains hier hinterlegen, dass es nur auf dieser speziellen Domain dann quasi eingebaut werden kann. Dann hast du hier die Module und Einheiten, ne, und das ist auch super easy. Legst ein Modul an, dann kannst du die Einheiten dazu machen. Ja, und du siehst, du kannst ja das alles so anpassen, wie du möchtest. Und ja, hier Videos aus verschiedensten Quellen auswählen,
Du kannst zeitversetzt die Inhalte freischalten lassen. Du kannst Links hinzufügen, Dateien, ja. Du kannst auch einen Test anlegen, dann einfach um zu prüfen, wie der Kenntnisstand ist des Teilnehmers. Und du kannst die Kommentarfunktion aktivieren, deaktivieren. Ja, also alles da, was man braucht. FAQ-Bereich, ja, kannst du freigeben, kannst hier dann quasi von einem zentralen Ort aus dann deine, wenn immer wiederkehrende Fragen kommen, kannst du die hier einpflegen und dementsprechend ja im Bereich, also im Mitgliederbereich dann zur Verfügung stellen, Abschlusszertifikat und Test, und hier kannst du dann die Optik dann dementsprechend das Design anpassen und sieht dann so aus, ja, also du hast hier halt dann auf der einen Seite die Leiste mit den Inhalten, ja, und ja, können wir einfach mal hier so auswählen. Also du siehst, ich habe jetzt hier das nicht irgendwie angepasst. Und so sieht dann der Inhaltsbereich aus. Hier ist die Kommentarfunktion. Du kannst aber auch diesen Mitgliederbereich super einfach hier bearbeiten. Ja, wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, ich will eine andere Farbe. Oder ich möchte hier ein anderes Layout. Ja, zum Beispiel das hier oder wir können das so machen, ne? Horizontales Layout. Also wir können auch sagen, wir wollen das in einer Box drin haben oder über die komplette Seitenbreite. Also es gibt die unzähligsten Möglichkeiten, das Ganze auch zu individualisieren, so dass es dann deinen Vorstellungen entspricht. Ja, gut, so viel das dazu. Dann das Video-Hosting, wie gesagt, nutze ich zum Beispiel, um in meinen Mitgliederbereichen dann die Videos einzubauen. Was ich super gut finde, ist, dass halt auch jetzt mittlerweile Sounds möglich sind. Das heißt, wie gesagt, habe ich am Anfang schon erwähnt, kann man auch mal kurz, wenn Fragen kommen, mal schnell eine Voice erstellen, die hier hosten und das ans Team weiterleiten. Ja, um das dann aber auch dauerhaft verfügbar zu machen. Ja, das heißt, du kannst dann in deinem Mitgliederbereich zum Beispiel einfach die Audiodatei über Link oder iFrame-Code dann einbinden und dann ist es dauerhaft zur Verfügung, ne? Und das ist sind einfach Tools, die mir den Alltag dementsprechend erleichtern und ja, und deswegen nutze ich die auch so gerne. So, und dann haben wir im Prinzip noch den Funnel Club. Und der Funnel Club, das ist etwas, kann ich dir ans Herz legen, weil du hier gleich zusätzlich Zugriff auf verschiedenste Funnel hast, ja, und dementsprechend kommen auch hier in diesem Funnel Club immer wieder neue Funnel hinzu. Genau, also das ist etwas, was ich grundsätzlich auch jedem ans Herz legen kann, gerade wenn du jetzt auch neu in der Thematik bist, dann hast du hier schon mal Funnels, auf die du zurückgreifen kannst. Ja, es sind verschiedenste Nischen, Lead Capture Funnels, ja, um quasi deine Abonnentenliste aufzubauen, deine E-Mail-Liste aufzubauen. Und gerade wenn du jetzt noch nicht so viel Erfahrung im Bereich Online-Marketing hast, ist das natürlich ein gutes Tool, um dort dann dementsprechend auch erstmal anzufangen, ja, und die ersten Erfahrungen zu machen. Bei uns im Team ist es so, dass wir das im Prinzip alles schon fix und fertig für unsere Teampartner haben. Das heißt, die können dann auch gleich auf einen funktionierenden Funnel zurückgreifen. Ja, so, und was kostet der Spaß? Ja, also es gibt den Premium-Plan und den Premium-Plan mit dem Funnel-Club. Von den Leistungen sind diese identisch, außer dass beim Funnel-Club zum einen natürlich der Funnel-Club an sich dazukommt, ja. Und also du kannst auch hier nochmal, ich stelle dir den Link unterhalb des Videos einfach mal zur Verfügung, dann kannst du dir das hier auch nochmal angucken. Und solltest du Lust haben, über meinen Link zu bestellen, dann wartet da auch noch eine kleine Überraschung auf dich, weil da habe ich auch schon einen vorgefertigten Funnel für dich, den du einfach nutzen kannst. Es gibt dann auch eine Anleitung, die dir einfach zeigt, wie du den Funnel einrichtest. Ja, ist sehr, sehr einfach. Wichtig dazu, wenn du das machst, über den Link unterhalb des Videos dann bestellen und dann einfach mir kurz eine Nachricht schreiben. Kannst du dann übers Dashboard oder eben halt über an meine E-Mail-Adresse oder per WhatsApp, ja. Und dann schalte ich dir das auch frei. Gut, also wie gesagt, du siehst, es ist eine ganze Reihe an Tools. Also ich scroll hier mal runter, hier gibt es also nichts, was es nicht gibt, ja. Und der Unterschied zwischen dem Premium-Plan für 59,90 und für 89,90 plus einmalig 179 für den Funnel Club ist einfach der, dass du hier zum einen 30 Messenger-Chatbot-Nischen-Funnels noch dazu kriegst. Du kriegst 50 plus Nischen-Funnels zur Lead-Erfassung, ja. Dann sind Funnels für Agenturen dabei, 20
plus Nischen-Funnels zur Lead-Generierung, 10 Bilder All-Premium-Funnels, 300 plus Cheetah-Strategie-Funnels, ja. Genau, und automatische Genehmigungen zum Bilder All-Premium-Affiliate. Wöchentlich werden neue Funnels hinzugefügt, ja. Also du siehst, du hast etliche Vorteile dadurch. Und deswegen ist meine Empfehlung hier an der Stelle auch, das Ganze hier zu wählen. Aber die Tools, die ich dir jetzt gezeigt habe, die sind auch schon in diesem Plan enthalten. Ja, also da brauchst du dir keine Gedanken machen. Wähle einfach das, was für dich am besten passt. Ich kann dir, wie gesagt, empfehlen, dass du das hier nimmst, weil bei Builderall ist es so, dass wenn du dieses Paket, welches du einmalig erworben hast, da sind halt auch alle Upgrades dabei. Ja, so, und das betrifft natürlich auch den Funnel Club, ne? Und allein, dass du schon wöchentlich neue Funnels hier immer wieder dazu bekommst, ist das allein schon wert, spart dir natürlich auch super viel Zeit. Also, aber letzten Endes, was da für dich das Richtige ist, musst du natürlich für dich entscheiden. Und in dem Sinne hoffe ich dir, dass ich dir jetzt einen kurzen Einblick geben konnte, wie und welche Tools ich nutze, um ja mein Network-Marketing-Geschäft leichter und schneller aufzubauen. Und wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich natürlich freuen, wenn du das Video mit deinem Netzwerk teilst und mir einen Kommentar oder einen Daumen hoch unterhalb des Videos hinterlässt. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles, alles Gute, und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.